Hallo lieber Dartsfreund, willkommen zurück zu einem neuen Video bei uns auf unserem Kanal und heute erkläre ich dir die Soft-Dart-Regeln beim Soft-Darts. Auch E-Dart genannt, ist eigentlich noch die älteste Form des Dartspiels, ist auch noch immer viel verbreiteter als der Stil-Dart. Das kannst du sehen, wenn du zum Beispiel in Kneipen unterwegs bist in Deutschland oder auf verschiedenen Turnieren, da gibt es viele E-Dart-Turniere. Und einfach jetzt für dich, du bist vielleicht gerade neu erst beim Darts, hast gerade erst angefangen, weil du ein paar Kumpels hast, die dich eingeladen haben. Und da gibt es verschiedene Regeln zu beachten, die ich dir da heute ganz gerne erklären möchte. Du kannst dir zum Beispiel auch so eine E-Dart-Scheibe für zu Hause besorgen, wenn du zum Beispiel eher ein bisschen rechenfaul bist oder einfach so die verschiedenen Funktionen einer E-Dart-Scheibe nutzen möchtest. Die findest du natürlich auch bei uns im Shop. Verlinkung ist unten in der Beschreibung drin. Und jetzt legen wir aber direkt mit der ersten Regularie los, was das Thema Dartscheibeabmessung anbelangt. So, beim E-Dart waren die Regeln noch bis 2015 ein bisschen anders als beim Stil-Dart. Und zwar durfte damals noch das Bullseye auf einer Höhe von 1,72 Meter hängen, anstatt 1,73 Meter, wie es beim Stil-Dart der Fall ist. Und zudem war die Abmessung von der Dartscheibe zur Abwurflinie lag die bei 2,44 Meter. Das sind 7 cm mehr als beim Stil-Dart gewesen. Man hat das mittlerweile angepasst, also mittlerweile sitzt 1,73 Meter Höhe auf Höhe des Bullseyes. Ganz wichtig, man geht immer von der Bullseye-Höhe aus. Und beim Oki haben wir auch mittlerweile 2,37 Meter und nicht mehr 2,44 Meter. Hat einfach auch den Grund, weil viele Spieler auch Stil-Darts und E-Darts spielen und da hat man immer unterschiedliche Abstände. Man macht es den Spielern natürlich auch einfacher, dadurch beide Sportarten auszuüben, aber auch ganz wichtig für dich zu wissen. Ein weiterer Unterschied zum Stil-Dart ist außerdem, dass beim E-Dart die Punkte bereits gezählt werden, selbst wenn der E-Dart-Pfeil wieder auf den Boden fällt, also gar nicht im Board stecken bleibt. Hat einfach auch den Hintergrund, weil der E-Dart-Automat automatisch mitzählt, sobald quasi der Pfeil in ein Segment getroffen hat. Und da spielt es dann letztendlich für den Automaten keine Rolle, ob der dann auch stecken bleibt oder ob er zu Boden fällt. Das ist aber auch witzigerweise zum Beispiel der Grund, warum viele E-Dart-Spieler einen sehr exotischen Wurfstil haben, wo auch nicht zwangsläufig der Dartpfeil immer stecken bleibt, weil die halt einfach wissen, okay, die Punkte werden trotzdem gezählt. Und das ist für dich einfach wichtig zu wissen, beim Stil-Dart müssen die Dartpfeile stecken bleiben, beim Soft-Dart nicht. Zum Thema Stil-Dart-Regeln haben wir dir auch übrigens ein anderes Video gemacht, das findest du in der Timeline bei uns auf unserem YouTube-Kanal. Kannst du dir auch gerne anschauen, wenn du regelmäßig Stil-Dart spielst. So, jetzt machen wir weiter mit den Regeln für die E-Dart-Pfeile. Und zwar, hier gibt es ganz andere Regeln als beim Stil-Darts. Beim Stil-Darts ist beispielsweise ein Gesamtgewicht von 50 Gramm erlaubt. Beim E-Dart sprechen wir hierbei von einem Gesamtgewicht von 21 Gramm. Das war bis zum Jahr 2019 auch noch ein anderes Gewicht. Da hatte man nur 18 Gramm Gesamtgewicht. Hatte einfach auch den Hintergrund, dass die E-Dart-Automaten ein bisschen empfindlicher sind. Also wenn man hier mit einem 30 Gramm Dartpfeil drauf wirft, dann wird natürlich auch die Elektronik oder das Material leichter beschädigt. Deswegen auch gerade bei E-Dart-Turnieren, da müsst ihr euch immer vorab kurz informieren, was ist das Gesamtgewicht, das Erlaubte. Und dementsprechend könnt ihr dann auch euer Dart-Setup einstellen. Dann kommen wir nochmal zur Maximallänge. Die Maximallänge darf beim Soft-Dart nur 16,8 cm sein, das heißt nicht länger. Auch ganz wichtig für dich zu wissen, da gibt es bei Turnieren manche Spieler, die achten da sehr peinlich drauf und da möchte natürlich keiner disqualifiziert werden, nur weil man zu langen E-Dart-Pfeil hatte, weil man vielleicht irgendwie noch Verlängerungsstücke eingebaut hat etc. Also bitte auch darauf achten. Falls dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch ganz gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal, mach oben die Glocke an, damit du immer vom neuesten Dart-Video erfährst. Wir posten einmal die Woche, immer sonntagabends und da gibt es immer verschiedene Tipps und Tricks, Dart-Trainingsspiele, die wir da vorstellen. Ansonsten schreib mir gerne deine Fragen in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin, good Darts, mach's gut, ciao, ciao.